Die letzten Vorbereitungen laufen für den Start des ersten Raumschiffs aus einem arabischen Land zum Planeten Mars. Die Mission der Vereinigten Arabischen Emirate trägt den Namen Hope, Hoffnung. Am Dienstagabend europäischer Zeit soll es losgehen mit einer japanischen H-2A-Rakete. 7 Monate wird die Reise zum roten Planeten dauern. Spannend wird es, wenn das Raumschiff in die Umlaufbahn des Mars kommt. Die Leute denken immer, der wichtigste Teil ist der Start eines Raumschiffs, aber das stimmt nicht. Das Erreichen des Mars ist eine wichtige Phase der Mission. Wenn sie zu schnell fliegen, überspringen sie den Mars. Ist man zu langsam, stürzt man auf dem Mars ab. Die Sonde Hope der Vereinigten Arabischen Emirate soll die Atmosphäre und die Wettersysteme des Mars untersuchen. Wir werden das Marswetter während eines ganzen Marsjahres analysieren. Das sind etwa 2 Erdenjahre. So können wir die Dynamik des dortigen Wettersystems besser verstehen. Was passiert wirklich während eines ganzen Jahres und zu allen Tageszeiten? Und wie sehen die jahreszeitlichen Veränderungen auf beiden Hemisphären aus? Die Beantwortung dieser Fragen würde der gesamten Marsforschung helfen. Wissenschaftler weltweit versuchen zu verstehen, weshalb sich das Marsklima so stark verändert hat. Früher hat es einmal Wasser auf dem Planeten gegeben. Mehrere Nationen sind momentan stark in der Marserforschung engagiert. Die NASA will demnächst einen Drohnenhubschrauber zum roten Planeten schicken. Und auch China wird voraussichtlich im Juli eine allererste Mission zum Mars starten.